Geräusche, ohne Kontakt, Celebrities in der Runde. Kyo Freestyle auf Viva. Heute haben wir bei uns in der Sendung die Ghetto Stars aus Berlin. Graffiti Writer. Barky ist auch wieder dabei. Ansonsten werden wir nachher bestimmt noch eine Menge mehr Graffiti haben, weil Too Strong bei uns im Studio ist. Genau, außer Dortmund haben wir noch im Haus einen Jungle-Beitrag über London Jungle. Den gucken wir uns gleich an. Jetzt gibt's erstmal Partner News mit dem Video That's My Partner.
supporten the Dudes. Das nächste Ding, was wir sehen, ist von Big 3 The Mac und LL Scratch. Und zu denen gibt es eine lustige Geschichte, weil vor ein paar Jahren waren sie mal auf Big Daddy Kanes Geburtstagsparty. Und da gab es dann später einen Freestyle. Und da müssen sie Big Daddy Kane wohl ziemlich gedisst haben. Und bekannt wurde das Ganze dann auch noch dadurch, dass Mr. C, der DJ von Big Daddy Kane, ein Tape davon unwissenderweise durch die Gegend kopiert hat. Und von den Jungs gibt es jetzt hier diese neue Platte. Und das Ding, was wir euch jetzt zeigen, heißt I'll Take Her. Scratch that real smooth rubber. The undercover lover making moves on you. If I have to, it's only natural that I rap to any girl walking through my hood. If she's looking good, and if she's something fine, I'll be humping high. Let's get it on, ain't nothing wrong with a little bump and grind. Now that's what my man said. Sometimes I lay in my bed and I dream of being hand fed. I made the jam with my man about the homies, but now I must remember all about my tenderonies. You're only for your only, baby, I know how you're feeling. You in the mood for some sexual healing. Walking to the club, I spot you as the music's blaring. Staring, but not caring about what you're wearing. You're full grown with a mind of your own. I make you moan as my turn brick like stone. Whether you're single, we can mingle as you jingle. Swing low with the black man dingo. I'll be the dough money maker, I'm shaker. To the bedroom, I say, I'll take her. If you don't wanna, don't waste your time. Look up and down, sir. I'll take her. If you don't wanna, don't waste your time. Look up and down, sir. Philly G, I make your body move, get smooth like Billy Dean, get you open, make your back for the third twice, cause I make it funky like my name was Greg Nice. Hit you off, then I'm ghost, something proper like two things I never do, fall in love or drop a mic. I'm Big L, now you know my style, I'm glad you came. I give your man a pound, then I ask you what's your name, sign an autograph. Then I step with my staff to the hotel, hope everything goes swell. That's what you say as I sway on my way to my room. Crazy deep, don't sleep, I keep the poom poom. Jockin', clockin', knockin' out the box when I perform. That's why that girl is, they swarm to see Big L. Later on that night at the arena, I seen her tryna get backstage between her. So I was with her security, she didn't. Looking from a distance, I see her booties hitting. Stagger to the barricade and bagger as I grab her. Thinking to myself, hey yo, I got to have her. If you don't wanna, don't waste your time. Look up and down, sir. Scratch can't get none. Hey, I'll be the one with the voice that's raspy. Al Scratchy, getting downright nasty. I passed it, girls in my vicinity. Back to my man Big L, he got the remedy. Okay, wir haben Doc und Sick im Haus von den Ghetto Stars aus Berlin. Endlich mal ein paar Berliner und dann gleich so ein paar richtig krasse hier, was Nachtaktionen und so weiter angeht. Wie plant ihr so eine Aktion, wenn ihr abends losgeht? Na, die Sache ist so, dass wir machen die spontan teilweise oder wir planen die richtig ein, zwei Tage vorher, indem man Dosen racken geht und dann losgeht, die Yards abcheckt oder die Layups abcheckt und dann auf die Kacke haut einfach so.
mit dann Entwürfen einfach drum und dran. Also manchmal, wenn man ohne Entwürfe, mit Entwürfe ist, so eine Sache, ist viel interessanter. Muss man da vorsichtig sein, telefonieren oder so? Trifft man sich so, redet dann, oder muss man vorsichtig sein, dass... Man hat seine eigene Sprache und man sagt nicht genau die Wörter, die Soko und die Wichser kennen, sondern wir haben unsere eigene Sprache schon untereinander. Ah. Also gibt es ja so ein Lexikon über Racken und Painten und so. Klar. Aber wir haben unsere eigene Sprache nur untereinander, so Code. So. In eurer Gruppe selbst? In unserer Gruppe selbst, Crew. Ja. Okay, und was nehmt ihr dann so mit, wenn ihr abends losgeht? Na, Cans, man. Viele Dosen, viele Caps, viel Spaß, Haufen Überzeugung, Haufen Liebe und dann geht's ran. Wie lange dauert das, bis ihr so ein Train fertig habt? Unterschiedlich. Ich meine, manchmal gehen wir los, Bombing quick zu machen, geht ziemlich schnell, 10, 15 Minuten. Wenn wir es größer machen wollen, Hulka, das dauert dann bis zu einer Stunde. Kommt drauf an, was wir machen und wie groß und mit wie vielen Leuten. Unterschiedlich. Von 10 bis 1 Stunde kannst du rechnen. Wie sieht das aus, wenn ihr jetzt bei Aktionen oder so erwischt werdet oder so? Habt ihr auch so Hijack-Masken auf oder sowas? Also Hijack-Sachen ist eine Sache, die ich nicht so bevorzuge, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass ich nichts höre und nicht so gut sehen kann, weil mir alles versperrt wird. Aber ich wurde noch nie erwischt und wenn ich erwischt würde, höchstens bei Jungs um Soko Fritzen bei der Frau im Bett, aber sonst habe ich keine Ahnung. Ihr wart auch im Spray City, in dem Berlin-Buch wart ihr auch groß gefeatured irgendwie, da standen ja so ein paar Storys über euch drin. Dieses Buch kannst du vergessen. Sellout. Fehler gemacht, einen sehr großen Fehler mit dem Buch. Unsere Kultur kriegt davon überhaupt keinen Gewinn. Die Leute, die das Buch machen, fickt euch nochmal ins Knie. Olivia, Tamara, fickt euch. Die machen die dicke Knete und wir bekommen gar nichts im Endeffekt. Weißt du, wir haben alles gegeben, was wir konnten, aber wir bekommen nichts. Aha. Und das ist der Abzug für mich. Ja, okay. Das ist eure Meinung. Ja, klar. Ich meine, ihr könnt sie hier vertreten. Manche Leute lernen davon und so, weißt du, wenn sie sich die Bilder angucken, aber im Großen und Ganzen halte ich überhaupt nicht viel davon. Okay, was sie heute jetzt nicht mitbekommen haben hier, als ihr das Bild gesprüht habt, habt ihr bestimmte Caps benutzt. Die meisten hier haben jetzt echt keine Ahnung von Graffiti. Ihr habt also verschiedene Caps, ihr habt die Farben, die ihr benutzt, irgendwie. Womit sprüht ihr direkt jetzt, wenn ihr auf Trains geht? Naja, Skinny Caps, das sind die für ganz dünn und fein, für Outlines und für Designs. Da haben wir Fat Caps, um schnell auszufüllen. Das sind die, die ein bisschen dicker machen, was Name Fett schon ausdrückt natürlich. Da gibt es Soft Caps, alles Mögliche. Also früher, Stock zu machen. Beim Bombing Silber, also bei dicken Hulkas, wenn es besonders schnell gehen soll. Wenn du ein Burner Piece machen willst, schön bunt und so. Alles. Sag ein paar Namen, Firmen. Also am Zug ist Barber absolute Scheiße. Belten, Multona, Autocar. Das sind alles gute Dosen. Aber Marabu und Belten verträgt sich nicht. Das ist absoluter Bullshit. Aerodecor auch nicht gut. Okay, viele Maler kaufen ihre Dosen. Ich denke mir, wenn ihr so viele Bilder macht, ihr könnt gar nicht so viel Geld auftreiben, um die Dosen zu kaufen. Irgendwo müssen die Dinger herkommen, oder? Wir werden auf eine Art und Weise werden wir gesponsert, die wir jetzt nicht weiter erwähnen wollen, aber lässt sich leben, ohne dass man viel bezahlt. Man sieht so, wenn man nach Berlin reinkommt oder wenn man die Line lang fährt, da sieht man so riesengroße GHS-Bilder, die sind hauptsächlich, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, hauptsächlich in Silber und dann Hitzerot oder so. Wie lange braucht man für so ein Bild? Na, kommt auf die Größe an. Ich meine, wir haben Dinger gemacht, 10 Meter hoch, 15 Meter hoch, also 20, zwischen, 30 Meter hoch. 2 und 4 Stunden würde ich sagen. 2 bis 4 Stunden. Außerdem kommt es an, wenn du gute Leitern hast, große, kleine Leitern, ob du Räuberleiter machen musst, alles. Mit deiner Crew arbeitest und wie auch immer. Okay, wenn wir schon bei Maßangaben und bei Zahlen sind, dann erzähl doch mal, wie viele Trains ihr schon gebombt habt. Oh Mann, wir haben so viele. Ich glaube, muss mein Mann hier erklären. Ich weiß es nicht so genau mehr. Also ich habe 180 und... Okay, jetzt, ich rede für die ganze Crew. Ich habe 200 Trains. Davon sind 29 Hulkas. Der Rest Pendels. Ich hab 180 Pendels. 180 Pendels hat der. Dann geht's weiter. Hulkas. Mein Man Bises, der hat über 70 Hulkas, auch ungefähr 200 Trains insgesamt. Cello Kell, 170, 180 Trains. Skumme, 120, 130. Bass hat auch nochmal 100. Yeah. Hulk hat auch nochmal 30. Also DJ Dan, da weiß ich leider nicht wie viel. Ist Newcomer, keine Ahnung. Der hat auch ein paar, ja. Seid ihr so ziemlich most wanted, kann das sein? So ziemlich, also bei der Soko, die sind ziemlich scharf auf uns. Bei jedem Ride, den sie erwischen, sagen sie mal, ja, sagt den Ghetto-Stars, wir kriegen euch.
Letztens wurden wir so erwischt auf der Straße, im Auto, alle Leute so. Und da war ein riesen Bericht in der Zeitung. Ja, Profi-Spray erwischt mit allem drum und dran, Schachtschlüssel zum Öffnen von U-Bahn-Zugängen und so. Aber Bullshit, die können uns nichts beweisen. Aber in Wirklichkeit malen wir gar nicht. Wir geben hier nur an, Jungs. Okay, lasst euch selber überzeugen, wenn ihr nach Berlin kommt und die ganzen Bilder seht. Ich hoffe auch noch in Zukunft. Wir werden kräftig reinhauen. Und wir machen jetzt erstmal weiter im gewohnten Part. Yo, wir sind Too Strong aus Dortmund. Das ist der Lange, das ist DJ Sonic, das ist DJ Brocke und ich bin Dose. Und ihr guckt gerade Viva Freestyle. Microphone check, one, two, check it out. Late Sunday night, just came from the loop. Got a fat sack, nah, brother, need a brew. I got a bill, cause they don't sell after 12 in the A. I make my way up to the spot and it's 11:58. I get a pint of tank of boo and a Sprite. Now I'm crisscross, everything's alright. Bouncing back home from the store, I get a thought, well, I know I'd be tight if I had something soft. Getting to the crib and start fixing me a drink. Checking my messages and rolling up bang. My phone start ringing and I'm hoping it's a yo. Now I'm all a cheek to call a ID to make sure. Sure enough, it's a late night hookup. My switches all over, I can put the black book up. Yeah, get my crib together, the big ball. Hit me when you're on your way, I'm waiting on my booty call. Ja, wie ihr seht, wird das Studio jetzt auch auf der anderen Seite dekoriert. Wir hatten vorhin schon die Ghetto Stars aus Berlin hier im Studio. Jetzt auf der anderen Seite ist Dortmund und Mainz im Haus. Und hier auf dem Sofa haben wir Too Strong aus Dortmund. Ihr wart schon mal vor ein paar Monaten hier bei uns im Studio. Der Lange hat Kopfschmerzen. Deshalb frage ich jetzt dich, was hat sich in der Zwischenzeit getan bei euch? Ja, also in der Zwischenzeit haben wir sehr, sehr viele Live-Auftritte gemacht mit viel Party. Wir haben eine LP gemacht, eine Doppel-LP. Das ist die Greatest Hits hier, die das Sonic gerade zeigt. Und wir haben ein Video gedreht von Lügen bis zum Abwinken, Song von unserer LP. Warum haben wir das noch nicht?
Das Video habt ihr noch nicht, weil wir haben es erst letzte Wochenende in Dortmund gedreht. Also ist noch im Schnitt. Richtig, ist noch im Schnitt, aber es wird also frühestens in, sag ich mal, 2 Wochen kommen. Gehen wir gleich auf eure Platte mehr ein. Die nennt sich Greatest Hits. Steckt da ein Konzept hinter? Ja, das Konzept ist eigentlich nur Selbstironie, weil wenn du vorher nur eine EP oder eine Maxi gemacht hast, sag ich mal, kannst du kein Album machen mit Greatest Hits, deshalb ist es nur Selbstironie. Und die Sache ist halt die, es heißt Greatest Hits eigentlich, weil Sonic und ich machen schon seit 88, 89, sag ich mal, Musik und wir haben unheimlich viel altes Zeug auch mit da drauf. Und ich denke mir mal, warum das alte Zeug nicht mit draufnehmen, wenn es wirklich gut ist irgendwie. Und deshalb haben wir es Greatest Hits genannt, weil es schon so viele Jahre irgendwie, so viele Jahre da drin stecken. Ja. Außerdem haben wir, vielleicht machen wir ja nie wieder eine Platte, dann haben wir aber schon eine Greatest Hits gemacht. Das ist natürlich ein schlechter Gedanke. Also es ist nicht so, dass jetzt, so wie es mir vielleicht vorkommt, dass auf der ersten Platte, weil es ja eine Doppel-LP ist, dass auf der ersten Platte ein bisschen die älteren Songs sind und auf der zweiten Platte dann die neueren. Ja doch, das ist eigentlich so, doch. Weil ich sag mal so, auf der Grundschulseite, deshalb haben wir es auch Grundschulseite genannt, weil das so unsere Grundschule in Sachen Musik machen ist, sind schon, sag ich mal, mehr die älteren Sachen, so wie Strong Seal oder so die alten Sachen irgendwie. Can't Stop Me Now ist ziemlich alt, also mehr die englischen Sachen irgendwie. Planet und auf Erde auch. Planet Erde zum Beispiel auch. Das ist das, somit das erste deutsche, den ersten deutschen Song, den wir hatten. Und auf der zweiten Seite sind halt mehr die neueren Sachen. Okay, wir sehen euch jetzt im Studio. Mit was für einem Lied? Fahren wir auf Schienen. See ya. Okay, wie gehabt, das ist Zero, da sitzt Zodiac, das ist Cole, Gula, Hotte, Echo V, Storm, Star Wars, der gefährliche Tuareg, Sonic, DJ Brocke, Kentu, DJ Chris, das ist Ghost. Und das ist der Lange. Ja, danke schön. Du fängst an, okay? Vorbei ist die Rauschatzende der Zufriedenheit. In die Silo-Realität, in der Essen jetzt abgeht. Ihr seht, Dortmund, wo und direkt. Wir haben uns wieder was ausgeheckt, hab ihr jetzt endlich mal gecheckt. Und ihr entsehen, riesengroß hier ein Whole Train. Und drüben auf der Szene könnt ihr sogar reingehen. Kein Limit, man überrollt hier den Fortschritt. Und wer das nicht sehen will, soll auch einfach nur wegschauen. Wer es wirklich mag, kann mit helfen beim Aufbauen. Müsst ihr immer zuschauen, ideelle Werte klauen der Abschaum. Sind die Leute, die das nicht kapieren, ihre Fähigkeit zu nutzen. Nutze deine Fähigkeit, ich sag sie nur einmal. Den einmal oder zweimal, doch auf keinen Fall dreimal. Gold, Silber oder nur Bronze, jeder bekommt irgendwann mal eine Chance. Geld, Reichtum, Zivilisation, Verbrechen, Krieg, Gewalt und Korruption. Das ganze Gerede dient zur Dekoration. Menschen wie Maschinen, so wie Schaufenster pumpen, gucken und springen nach deiner Pfeife. Du gibst dir die Befehle, denn du hast ja mittlere Reife. Dein dummes Gekeife geht mir ganz schön auf die Eier wie ein Geier. Ist dein Verhalten zu vergleichen, du gehst über Leichen, kennst keine Menschenwerte, doch mein Wille. Mit deiner Härte einmal rächen mein Bewusstsein. Bereite Kopfzerbrechen, werd ich schwächen. Mit dem Kopf an meiner Seite bist du pleite. Noch eine Erfahrung bist du reicher, gescheiter. Denn wir fahren auf Schienen weiter. Und jetzt kommt Steps von DJ Chris. DJ Chris. New Tim. Ja. Krelle macht jetzt auch Steps. Komm, Polly. Drunken Style ist da. Drunken Style. Ja. Das ist DJ Brocke. Schneller Brocke, komm. Jetzt kommt das mit den Dosenklauen. Mit den Dosenklauen aus dem Baumarkt und so weiter, ne? Okay, lange Erklärung mal, okay. Wir fahren auf Schienen, doch das Ziel ist nicht der Bahnhof. Das Ziel ist der Baumarkt, wo uns der Verkäufer fragt: Kann ich Ihnen helfen? Oh nein, das ist schlecht. Wir kommen hier alleine viel besser zurecht. Dose für Dose, steckst du in die Jacke. Manchmal in die Hose zieht verschiedene Lacke. Marabu, Autokar, Dispo und Welten. Spielen dasselbe, egal, so sind alles dieselben. Das sind meine Farben, denn ich hab eine große Auswahl. Und hätte ich keine Farben, ja, da wär mein Regal kahl. Bemalter Stahl, zieh die Bete böse Mien. Scheißegal, wir fahren wie auf Schienen. Fahren wie auf Schienen, geradeaus ohne Abbiegen. 120 km/h geradeaus, da vorne fliegen. Kein Stopp, kein Block, nur puren Hip-Hop. Zuschauer kommen wie 1000 Volt Elektroschock. Ohne Oldschool hin und New School her. Schule ist nicht mal weil ich besuche sie nicht mehr, was ich bedeutet. Ich hätte ausgelernt, reine Perfektion ist 1000 Meilen entfernt. Speicherbereich, Aufnahmekapazität. Ihr werdet euch doch wundern, was in meine Kopf hineingeht. Hinein, fast ständig unter Strom, wie ein Hochmann. Was nicht bedeutet, ich sei clean. Denn wir fahren wie auf Schienen. Kentu, muss jetzt breaken, nicht mehr malen. Gib mir deine Banane, denn wir fahren wie auf Schienen. Fahren wie auf Schienen, fahren wie auf Schienen, fahren wie auf Schienen, fahren wie auf Schienen, geradeaus und auf Schienen. Fahren wie auf Schienen, fahren wie auf Schienen. 120 km/h geradeaus und wollen fliegen. Fahren wie auf Schienen.
fahren wir auf Schienen, fahren wir auf Schienen, fahren wir auf Schienen, fahren wir auf Schienen. Yeah. Und jetzt mal einmal Gebrüll aus Dortmund. Komm! Wo ist Dortmund? Komm! Ja. Be free. Jetzt geht's wieder ab hier auf unserer Couch. Dortmund im Haus. Okay, letztes Mal war Too Strong, war mit New Attempt hier. Was ist mit New Attempt passiert? Ja, der Jinx und ich, wir haben uns einfach nur getrennt. Und ich bin weiterhin New Attempt, sag ich mal. Da ich Produktion mache, wie zum Beispiel Echo V produziere ich. Ich produziere Psycho Cole, ich produziere Actual Proof. Und mit dem Brocke zusammen habe ich eine Beatplatte gemacht, die im Moment hier ist. Die Breakbeat-Platte, die gibt es auch in Verbindung mit der Too Strong? Also die Too Strong kommt raus als Doppel-LP mit der Beatplatte als Bonus dazu. Für alle DJs und alle, die halt auf Breakbeats abfahren. Aber die ist nicht da drin, ne? Du musst die dann dazu kaufen. Also die Breakbeat-Platte gibt es als limitierte Auflage mit der Too Strong zusammen. Aha. Von 250 Stück ist die Auflage. Verstehe, verstehe. Und dann kann man sie halt so käuflich erwerben im Fachhandel. Okay. Mir ist irgendwie bei dem Ding aufgefallen, dass ihr da zur Hälfte auf Deutsch und zur Hälfte auf Englisch drauf reimt. Ist das darauf zurückzuführen, dass ihr halt früher mit Englisch angefangen habt oder wie kam das zustande? Ja, frag mal Dost, da kann ich da mehr dazu sagen. Ja, also mit dem Englisch und Deutsch ist das so. Wir haben 88, 89 angefangen, das heißt der Sonic und ich. Und da haben wir selbstverständlich nur auf Englisch gerappt, weil das halt damals so in war und so weiter und uns hat halt Spaß gemacht. Und dann kamen halt einige Leute, die das so umgeschmissen haben, die ganze Sache. Und es uns somit ermöglicht haben, dass wir auch auf Deutsch Sachen machen können und damit natürlich viel besser mitteilen können, dem deutschen Publikum gegenüber. Aber es wird weiterhin so sein, dass wir auf den Veröffentlichungen, Platten, CDs und so weiter, englische Songs mit drauf haben werden. Wobei es andererseits wieder so ist, dass die Leute momentan live lieber deutsche Sachen hören als englische Sachen. Also da haben wir die wirklich persönlich gefragt und die wollen halt englische Sachen hören. Ich weiß nicht, woran es liegt. Live ist direkt das nächste Stichwort. Irgendwie, ihr geltet so als eine der beliebtesten und Live-Bands, die halt irgendwie am meisten abgehen. Worauf ist das zurückzuführen irgendwie? Ja, weiß ich nicht. Ich gehe raus und dann, wenn die Leute Stimmung haben wollen, die haben ja auch Geld bezahlt für die ganze Sache, dann kriegen sie das, was sie haben wollen. Ich bin immer tierisch aufgeregt, vorher mal kotzen und so. Ich auch. Dose auch immer aufgeregt und so, aber wenn die Leute gut abgehen, gehen wir auch gut ab, weil das liegt dann halt nur an den Leuten. Ne? Also du meinst, das, was wir in dem Song alle abgehen, alle hören, ist irgendwie so ein kleiner Ausrutscher oder was? Nö, alle abgehen. Das, was da kommt, das Intro, das war von unserem ersten Auftritt im FZW, wo sie dann alle nackt auf der Bühne standen, diverse Leute, sag ich mal. Ich hab da noch ein Foto von. Da war ich auch dabei, das habe ich gesehen. Das war. Ich sag mal, wenn ich dich mal unterbrechen darf. Alles in allem ist es so, dass wir auf der Bühne total natürlich rüberkommen und uns in keinster Weise verstellen und irgendwie rumposieren und so weiter. Wir kommen live and direct, wirklich so wie es ist, so wie wir sind und wir verstellen uns auch da irgendwie nicht. Ne? Dasselbe kann man auch bei euren Texten feststellen, glaube ich, dass ihr halt Sachen rappt, richtig. Die euch betreffen, oder? Ja, stimmt. Okay, noch kurz zur Zukunft. Habt ihr eine Tour in der nächsten Zeit in Aussicht? Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder eine Tour machen, wenn die nächste Veröffentlichung draußen ist. Wir haben jetzt eine kleine Tour gemacht, die ist nicht so gut verlaufen, aber die nächste wird auf jeden Fall besser und mächtiger, denke ich mal. Okay, Fat, Too Strong in Dortmund. Das nächste, was wir sehen, ist Advanced Chemistry mit Operation Artikel 3. Artikel 3 des Grundgesetzes, Gleichheit vor dem Gesetz, hier gebe ich Kund des Textes. Niemand darf wegen Geschlecht oder Abstammung, Sprache, Herkunft, des Glaubens, der Anschauung, diskriminiert, sein Leben nicht erschwert werden. Dass dies nicht stimmt, kann von mir jetzt erklärt werden. Wie kommt es sonst, dass du als Immigrant, sogenannter Ausländer, konstant hast einen schlechten Stand? Zum Beispiel Artikel 12 Bundeswahlgesetz sorgt dafür, dass du bei der Wahl zu Hause sitzt. Zum Beispiel Artikel 3 Staatsangehörigkeitsgesetz, der deine Rechte genauso verletzt. Denn du kannst hier geboren sein, aufgezogen sein oder warst du noch klein hergezogen sein. Nicht zu machen, einen deutschen Pass kriegst du nicht automatisch. Das Blut in deinen Adern ist nicht arisch. Ich bin Bürger mit Steuerlast, obwohl du keine Bürgerrechte hast. Und der Arbeitgeber scheißt auf meinen grünen Pass. Wenn ich nach Arbeit frag, er meine Hautfarbe nicht mag, macht sich für mich kein Gesetz stark. Dass wir in schlechten Wohnvierteln leben, ist kein Zufall. Unsere Kinder die Schule aufgeben, ist kein Zufall. Wir als Erste die Arbeit verlieren, ist kein Zufall. Bullen uns ständig schikanieren, ist kein Zufall. Damit wir nicht aufmucken, dumm gucken, bei jedem Gesetz, das sie schaffen, zusammenzucken.
Bist du gegen diesen Zustand in Opposition, dann bist du Teil dieser Operation. Italiener, Grieche, Spanier, Portugiese, du bist zwar wie ich, versteh Mitglied der EG, aber seh, damals tat man dir genauso weh, aber seh, denn von gestern liegt noch der Schnee. So falle in keinem Falle in die Falle und falle nicht den heute Unterdrückten in den Rücken. Sonst schaffen wir dem Rassist an der Macht die Basis. Was für dich und mich kein Spaß ist, denn ob im Betrieb als Kollege oder Kollegin, sitzen wir hier im gleichen Boot drin. Türke, Eritreer, Vietnamesen, Kurden, Chilene, Slowene, Sinto oder Jüdin, Inder, Marokkaner, schwarze, deutsche, Togolesin, im Kampf gegen das hier wütende Unwesen. Und hast du auf der Straße einen, der deinen erkannt? Schenk ihm ne Lächeln und gib ihm im Reim die Hand. Denn morgen stehst du vielleicht mit dem Rücken an der Wand. Dann hilft dir bestimmt kein Passant, denn in Magdeburg waren es Italiener und Türken, die schwarze Brüder unterstützten, vor dem Mob schützten. Kämpfe nicht einsam, Zusammenschluss! Wären wir uns gemeinsam, Zusammenschluss! Auf uns selbst ist nur Verlass, Zusammenschluss! Politisch und auf der Straße, Zusammenschluss! Damit Grundgesetz Artikel 3, der uns Gleichheit verspricht, mehr wird als nur Laberei. Bist du gegen diesen Zustand in Opposition, dann bist du Teil dieser Operation. Alevi, Hristiyan, her ırk ve azınlıktan burada yaşayan insanlara konuşuyoruz bu ara. Kendini başka yabancılardan sınırlama, halini onlarınkinden iyi sanma, inanma, yalanlara aldanma. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz ve bu yolu beraber yürümeliyiz. Çünkü zenciyi döven Yugoslav'ı da döver, Türkleri yakan Yunanları da yakar, ama hepimizi birden ezemez. Beraber savaşırsak sırtımız yere değmez, boynlarımız bükülmez, haklarımız kesilmez. Üstümüze gülünüp bir alay edilmez. Bir kez nefes alıp söyleyeceğim, sen de susup beni dinleyeceksin. Too Strong ist im Studio und ihr wisst, Too Strong hat viel mit Graffiti zu tun. Deshalb jetzt dieser Interview-Part. Ihr habt eine besondere Aktion am Laufen. Erklär das Ding nochmal kurz. Ja, das sieht folgendermaßen aus. Wir haben mal zusammengehangen, haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, so von wegen, dass einige Kollegen von uns irgendwie im Knast hocken und so und halt da eben rumgammeln müssen. Und haben uns halt irgendwie gedacht, ob man da nicht irgendwie auftreten könnte oder so. Und das hat halt die Kirsten mitgekriegt von Community und sie war halt irgendwie mal Sozialarbeiterin und meinte, hey Leute, pass auf, ich könnte da vielleicht irgendwie was klar machen, ich habe da eventuell Beziehungen oder so. Und hat sie sich irgendwie schlau gemacht oder so und jetzt im Moment sieht es wohl so aus, dass wir da wohl Auftritt im Knast machen. Das Ganze hängt zusammen mit einer Versteigerung, das heißt also, da werden Leinwände kurz und quer in ganz Deutschland versteigert, auf, also in großen Läden, Wommen und sowas halt irgendwie. Und das Geld, was da wohl eingenommen wird von den Leinwänden, das geht dann zu der Gefangeneninitiative irgendwie. Also ich sag mal, wir wollen da irgendwie in mehreren Sachen helfen, aber irgendwie mit Geld, den Jungs irgendwie ein bisschen Spaß machen, dass wir mal auftreten. Sowas halt irgendwie. Also das ist eigentlich so der Sinn der Sache irgendwo, sag ich jetzt mal. Ne? Okay, was sind die konkreten Sachen, die mit dem Geld angestellt werden? Ja, ich sag mal, dass da irgendwie die Verwandten irgendwie Unterstützung kriegen, die Eltern, je nachdem, dass den Leuten irgendwie geholfen wird irgendwie, ne? Wenn sie irgendwie aus dem Knast raus sind, dass den Leuten im Knast geholfen wird. Ich meine, Geld fehlt an allen Ecken und Enden irgendwo, ne? Das ist es irgendwo. Auch Schadensersatz forderungsmäßig, oder? Beispiel, alles mögliche irgendwo, alles was irgendwo in dem Rahmen fällt zum Wiedergutmachen, mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, ne? Aber wie viele Leute sitzen im Moment gerade so, die ihr so kennt? Also ich schätze, es sind schon eine Menge Leute, also es fing halt an, das bekannteste Beispiel ist glaube ich Jetty aus München, der ja in U-Haft saß für eine längere Zeit und die Art und Weise, wie das Verfahren gegen ihn geführt wurde, war ja nicht was, ganz was korrekt. Meinst du so mit längerer Zeit? Ich glaube, das war ein Zeitraum von über 3 Wochen oder so, ich weiß es nicht ganz konkret, ich kenne ihn auch nicht, aber was da halt abgelaufen ist, ist glaube ich schon etwas härter gewesen und ich persönlich kenne es halt nur aus Dortmund, wie die Soko versucht halt die Spur zu fangen und ich denke, die Relationen, wenn man das mit anderen Straftaten vergleicht, sind für mich nicht so ganz klar verständlich.
insofern ist es für mich halt auch ein guter Einsatz, mit Graffiti-Leinwänden solche Aktionen zu unterstützen. Richtig. Wir wollen vielleicht auch ein bisschen auf das Paradox so ein bisschen aufmerksam machen. So Rechtsradikalismus, da müssen 10, 20, 30 Straftaten passieren, dass Menschen irgendwie ums Leben kommen, bis da mal was passiert irgendwie. Und wir werden irgendwie verfolgt. Irgendwie, das ist alles nicht mehr normal. So, deswegen, das ist das irgendwo die Relation, die irgendwo nicht mehr stimmen. Und denk mal, das ist vielleicht auch ein Grund, vielleicht, dass man damit in den Medien mal gehen sollte, mal ein bisschen mal die Leute irgendwie mal zeigen sollte. Ich meine, gut, es sind irgendwo Straftaten oder was, aber mein Gott, wer kommt dabei zu Schaden? Ist ja schon mal einer von gestorben? Also ich kenne keinen. Deswegen. Den Sinn von Graffiti sollte man vielleicht nicht ganz vergessen. Es geht eigentlich darum, zum Beispiel die Züge zu verschönern, Wände zu verschönern. Und da werden dann Leute halt observiert, vielleicht werden Telefone abgehört, es werden Falschaussagen gemacht und Leute werden richtig herbe verurteilt. Und wenn man das dann zum Beispiel auch mit Wirtschaftskriminalität vergleicht, da passiert gar nichts. Da bestechen sich die Leute gegenseitig und die Sache ist gegessen. Also das ist schon etwas seltsam. Okay, wir wünschen euch viel Erfolg mit der Aktion. Ihr da draußen ersteigert die Dinger für den höchsten Preis. Und wir gucken jetzt Pete Rock und CL Smooth an mit I Got A Love. What's going on, baby? Hey, love. Just being smooth. Sex to Friday, but then you gotta love what this rock. Let's get right to it. In my trap steps the good fellas live on screen. Now you protect the black queen, taking my time from the black on black crime. Cause the night mega hits, Victoria runs out of secrets, doing trials and latex lifestyles, boo. I make you call my name and ask who it belongs to. Brand new CL and Carmel living well, and never cease to flip the hottest dime piece. Now the legend increase into a grade, truly mecha made, so in every escapade there's a panty raid. You know the rules, slipping off them mules, then we can settle with the woman that can take me to that next level. Lay down the guns and make sons we can teach, from the horseback rides and the walks on the beach. And if you got pretty feet, I won't cheat. I'm in the strictly black girls when I rock at y'all a different world. Ceiling fan, read books and beat me at chess, but as for rocking you, who's the best? It's all good and correct with no disrespect. Skirt chasing hits, taking love to diggable planets. Be wise and recognize, I'd rather show than tell. Who got the clap and stop faking me all out? Ease your troubles, place your body in the bubbles. Dime pieces fit around the cutie she run with. Embrace the mood, thinking totally nude with no limits. Going through every position within 5 minutes. Now how we did it, got a lot of honeys with it. Love is urban outfitted, showing nothing but the belly button. Mini parlay and peel off lingerie. So when they come, pick the one you could learn from. So feel a beat and three-peat like Jordan got wings, cause I'm doing them things. Listen. Every woman gotta love, hot with all that sex appeal, for real, can I hit that? A woman in your triple goose with hands like a masseuse. Don't play, cause I'm the hood your mama loves anyway. My heart flips when you take long business trips. I want a divorce, no, I think I wanna see your boss. Check you later, honey, searching in your coach bag for money before you leave. I hug you till you can't breathe. We cool in the gang and kick slang, baby calling sick, but you kiss me goodbye and said I don't trick. She's so thick and God is my witness. Sometimes you just can't believe that I'm hitting this. Rewind off the Pete Rock design. I want a cutie with an ageless body and timeless mind. The kind that when I wanna die, she pay the bill. Cause it don't cost much to go Dutch, baby.
Okay, das Ding, was wir im Hintergrund hören, ist diese Platte hier. Kinderzimmer Productions, kommen direkt aus Ulm. Liefern euch 9 oder 10 Titel, ich habe irgendwie nicht mehr im Kopf, wie viel das ist. Ganzes betitelt mit Children's Menü. deutschsprachig gehalten, die meisten Sachen ganz nice zusammengestellt. Hier haben wir ein neues Magazin, das Gangster Bulletin. Ein Magazin für Erwachsene steht drin. Ausgabe Nummer 1, 6,50 € kostet das. Und sagen wir mal, was da so drin ist. Jetzt von den Fotos auszugehen, wäre es MC Breed, Bob Marley und Cora E. Ist auch ein kleiner Bericht über Freestyle drin. Musstest du nicht ansagen, hast nicht gestottert. Gut, sehr gut. Okay. Weiter geht's mit hier der Platte. Das ist Volume 10. Das Ding heißt Sunbeams, wir hören es gerade im Hintergrund. Das ist ein ganz cooler Rap-Style, den der Mann da am Tag liegt. Seine Stimme klingt ein bisschen nach Bushwick Bill. Leider weiß man nicht genau, wer das ist. Weiter geht's mit dem G-Club aus Düsseldorf. Der G-Club hat aufgemacht am 30.09.94 und ist der Club von Robert Möller. D-Tex Law, yeah. Von COS. Manche werden ihn kennen, er war auch schon bei uns im Studio des Öfteren. Okay. Da geht's jeden Freitag und Samstag ab. G-Club Düsseldorf in der Liefergasse Nummer 7. Bleibt nur noch ein paar Daten anzukündigen. Am 21.10. Rock in Paradise Festival in Bad Neuenahr Ahrweiler mit Advanced Chemistry, Anarchist Academy am 22.10. in Salzwedel. Dann gibt es noch einen Hip-Hop-Jam am 21.10. in Hamburg in der Markthalle mit Cora E, Marius Number One, Poets of Peace, Killer Instinct, Atmosphere und Direct Action. Peace on Direct Action da draußen. Was sehen wir jetzt? Das nächste Video. Haha. What you got there? I got some of that lyrical cheaper cheaper. A cheaper cheaper y'all. Well, I'm a Libra y'all. A cheaper cheaper y'all. Well, I'm a Libra y'all. You want a battle swing? I bring commanding me like I was king. In all your dreams, I write the horror flick of Stephen King. Cling the faults on those in favor, say ah. I got tired of the fat lady, so I sing to my own opera. Balang 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 to the man in Rakas Island. If you live by the sword, you're gonna be die by the gun. Cause all guys tell lies and all girls commit sins. I was sworn in the code red, but now I'm chilling with a few good men. Assassination on the kid from the capital. I never played a soap opera, but now I'm in General Hospital. Condition critical, spirit overrules the physical. So if I die, catch me at the funeral. I'll fly away, oh glory. With the mic in my hand to a land where only God knows. And the angels write raps on holy paper. I said, I'm looking for Jesus. He said, take the escalator one flight up. It's guaranteed you'll be there. My sister be there. My mother be there. So, Mona Lisa, could I get a date on Friday? And if you're busy, I wouldn't mind taking Saturday. Hey, hey, round up the posse, Fuji coming around the way. I don't puff blood, so I always got my breath. Never had to battle with a bulletproof. Best. They call me Cockweasel, but I still keep a chest. I don't wear Jerry Girls, cause I'm not from the West. No disrespect to the West, true indeed. I rock it to the East, the East is the sea. The seed of them days back, yo, sheepskins and hot tracks. Peace to Mr. Magic, things are getting tragic. Now we on some new stuff, I never fit the Ku Klux. My own clan is acting up, I blame it on the Philly Club. What's your crew to do? Kids are acting, ooh, and it's getting better. Yo, where's the corporate at? I missed the three-piece suit. Check the square root, your bows and Timberland boots. Nah, that's the surface, and no deformity. Got a head full of problems and a hand full of nappy root. I feel it Jones coming down, yo. I got the slang to make the chitty bang bang, the re-dang, the dang, the nappy head bang. No, I got the slang to make it chitty bang bang, your re-dang, da-dang, the nappy heads bang. Yo, Mona Lisa, could I get a date on Friday? And if you're busy, I wouldn't mind taking Saturday. Hey, 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 hey. Round up the bossy folks, you're coming around the way. A battle, but a battle's not a battle if it's snake doesn't rattle. Cause my style's as old as a reptile, as slick as the new Nile, as new as the new chop. So come follow me to the land of Abraham. This land's your land, this land's my land. The black of the black man, the better the next man. Yo, some nappy heads need to check their necks for red. I feel injection. Put the needle to your skin, feel reality's heroin. You maintain to put the Negro in pain. You used to diss me. So you wanna hang with old Eddie Kane. Ain't nothing wrong, snap your hand to the song. Word is born, you get wrong. I have you sing like Louis Armstrong. And I say to myself, what a wonderful world. But what the hell was so wonderful about picking cotton in the farm? Mr. Slave Man. The harder they come, the harder they fall. So come one, come more. Don't store low, I'ma stick you like a voodoo door. Doors locked, stop, draw for the count. Who drops? You slept on a kid from the boondocks. Out of Hooterville, land of the ill kill. Bellsburg Viking, so you know I'm top ranking, Phil. Some say newcomer like the humor, but
save the rumor. Cause I've been rocking ever since 82 when I used to rock my boomer. Achieve a GBR, well I'ma leave you all. Achieve a GBR, well I'ma leave you all. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, incredible. Well, big up! And the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I will be telling murderer. It goes, I am the incredible general. Sensation now when they call me. Incredible general. Select to that left. Yo, Maddy will of them. I spin them like a windmill. You talk for them, don't tell them how we got this skill. Jungle, Jungle, Jungle. Das Video, das wir eben gesehen haben, war von General Levy. Und General Levy hat als erstes einen Jungle-Hit gelandet, kommt aber eigentlich aus der Dancehall-Szene. Und deshalb wird General Levy auch ziemlich oft gedisst jetzt, weil er sich als König des Dschungels präsentiert hat oder dass viele Leute zumindest meinen von ihm, dass er das gemacht hätte. Aber das widerlegt er jetzt in dem Beitrag, den ihr jetzt seht. Den hat er Olifons gedreht. Da sind auch ziemlich viele Bilder vom Nottingham Carnival dabei. Viele Interviews mit Chive X, einem super bekannten Producer. Wir waren bei euch bei Rank Records, einem der führenden Labels, und den Beitrag sehen wir jetzt. Anymore for anymore, mehr Pineapple,
mehr auf Coconut, mehr auf Orange, Mangarine, Star Apple, Susumba, Kukumba, anything you want, see ya. Whistle Kirin, Sugar Cane. Oh God. What's up, my style of jungle is just straight from the street, basically. You know what I mean? I don't deal with trying to make it cross over or anything. It's just street sounds. If you make a jungle tune, if you've got the street respect, then it's gonna go places. If the street don't like it, if the street DJs won't play it, especially the pirate stations here in London, then personally I don't think it's gonna go. You gotta get the street kids behind it, you gotta get them to buy it first. We have gone into the commercial market with the same form of music that we've been doing for 3 years. We haven't changed our sound. The commercial market has come to us. Simple. That's good, you know what I mean? The fact that jungle's crossing over the charts is good. You know what I mean? It's good for everybody. You know what I mean? But I'll just make sure I don't change my style still. There's more and more reggae artists now starting to get involved with jungle because a lot of the jungle labels are sampling reggae records. The reggae kids like the bass line in jungle and the reggae chatting over it. Yeah, that's what they like about the jungle still. I'm fairly new to the jungle scene. I was predominantly a reggae musician. And then I came aware of jungle. I did my first jungle track earlier on this year. So I'm fairly new to the jungle scene. It sounds good anyway. If a proper reggae artist does get behind a jungle tune and it's put together right, you've got a proper jungle producer from the street with his breaks and his beats and his bass, and a raw jungle artist, then you've got a proper underground jungle tune. People said that I said I'm the king of the jungle, which is not true. I am not the king of the jungle. I don't want to be the king of the jungle. I'm a musician and I've done something. I have not come to really dominate or control this music because nobody could control music. Das war's wieder bei Freestyle. Gehen wir als erster Linie mal
auf die ganzen Graffitis ein, die wir hier neu haben. Ghetto Stars waren heute im Studio. Sick und Doc. Ghetto Stars aus Berlin. Okay. Auf der anderen Seite hier, Ken Tu steht gleich mein Mann aus Budenheim, straight out of Budenheim. Das Charakter haben wir ihm zu verdanken. Goofy da Goofy oben. Dortmund. Die ganze Dortmund-Posse ist im Haus. Okay, gehen wir weiter auf Graffiti ein. Genau, dann haben wir noch das Ding. Initiative. Ja, das ist die Leinwand für die Aktion hier von uns. Zugunsten der Gefangeneninitiative. Also okay, eine die davon. Wir eben angesprochen haben. Die könnt ihr schreien. Okay. Ansonsten, Dose, der Lange, Brocke, Sonic. Von mir natürlich auch. Zieh ja, ich gebe das Mikrofon ab und verabschiede mich von allen anderen.